Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime mit Tibi Let's Play. Und wie ihr gerade eben gesehen habt, trägt Samus Aran nun schwarz. Denn sie hat nun den Phason Suit. Der meiner Meinung nach auch besser aussieht als der Gravity Suit. Ich meine, dieses Schwarz, das hat was. Das ist besser als dieses kräftige Violett. Deutlich besser. Ich meine, okay. Bei dem Begriff Phason sollte man vielleicht davon ausgehen, dass die Leuchteinheiten bläulich sind, aber mit dem Rot steht ihr das irgendwie besser. Also mir gefällt's. Und nun würde ich sagen, ich gehe nochmal in den Raum, wo wir diesen Suit bekommen haben, nämlich in das Quartier des Omega-Piraten, den ich im letzten Part besiegen konnte. Überraschenderweise, also das habe ich auch erst später in der Kaffeepause beim Schnitt gemerkt, beziehungsweise als ich das Video nochmal für den Schnitt gesehen habe, im First Try. Und das, obwohl mich diese bunten, nervigen Spezialpiraten noch genervt haben, ne? Ja, die roten, gelben, was auch immer. Und jetzt haben wir hier auf einmal Metroids. Das sind sogar neue Metroids. Spalt-Metroids. Metroid, der sich in zwei Organismen teilen kann. Der Spalt-Metroid ist infolge einer Mutation in der Lage, sich zwei zu teilen. Die daraus resultierenden Organismen sind gegenüber den meisten Waffen unempfindlich. Allerdings verbleibt eine Schwäche gegenüber einer bestimmten Waffentechnik. Diese Empfindlichkeit ergibt sich aufgrund einer unberechenbaren Mutationswirkung des Phasons rein zufällig. Okay. Das Bild rechts zeigt im Grunde auch schon diese spontane Zweiteilung. Zellteilung. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr allein gegen Eis empfindlich, hä? Okay. Einer in lila, der andere in gelb. Okay, kapiere ich. Ah, jetzt habe ich den von weiter links auch noch dazu geholt. Okay. Da. Lila. Da habe ich ihn weggebombt anscheinend. Und dich muss ich dann jetzt logischerweise mit dem Charge-Beam bekämpfen, ne? Upsa. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, wo bist du? Huch, du hast sie auch schon geteilt. Ach, einer in Rot und einer in Weiß, okay. So. Das hat es irgendwie auch schon wieder, also ich finde das, es ist interessant, aber es erinnert mich eben auch an diese speziellen, verschiedenfarbigen Piraten, die mich bei dem Bosskampf, wie gesagt, sehr gut davon ablenken wollten, wie man den Boss platt macht. Glücklicherweise hatte ich dann irgendwann keinen Nerv mehr auf die und habe dann einfach dem Boss den finalen Schlag verpasst, oder den finalen Schuss, besser gesagt. So, hier sehe ich nichts Außergewöhnliches. Ich möchte hier nochmal kurz gucken. Ich glaube, ich habe den einen Metroid schon wieder geweckt. Aber ich sehe hier nichts Interessantes. Nee. Ja, bis auf dich. Ups. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Und Teilung zu Gelb und Rot. Ich will jetzt nicht runter... Ich sag noch, ich will nicht runterfallen und in dem Moment, ne? In dem Moment. Na gut. Alter Beam. So. Ja gut. Ich habe aber am liebsten den Powerbeam irgendwie dauerhaft im Einsatz. Schon alleine für die Super-Missiles. Ich mag die irgendwie mehr als die anderen Spezialmoves hier mit dem Flammenwerfer und das vom Wavebeam, dessen Name ich wieder vergessen habe. Das vom Icebeam habe ich, glaube ich, gar nicht, ne? Vom Atem. Sekundar, ne?
Gab er ihm Raketenwerfer, Charge Beam, Charge Combo? Mal ganz kurz gucken. Hä, wo waren denn die nochmal drin? Wieso? Technologie vielleicht? Na, ist doch egal. Ist ja auch egal. So, was mir eigentlich wichtiger ist, wo ist das letzte Artefakt? Und, warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz in die Datenbank. Denn das Schlagwort dafür war Forschung, ne? Eine Stätte der Forschung befindet sich in den Minen. Normalerweise waren die Schlagwörter ja immer ausschlagekräftig, in welchem Raum die Artefakte versteckt sind. Und, Eliteforschung. Das könnte zum Beispiel der entscheidende Begriff sein. Was ist denn das? Warte mal, Lagerdepot. Das ist die Halle von Kran. Das ist aber auch sehr weit oben, ne? Ach, da war doch diese Kanone an der Decke, ne? Ja. Oder Omega-Forschung. Die haben wir ja auch noch. Ist sogar näher dran, glaube ich, ne? Warte mal, wo bin ich denn? Ich bin da. Komme ich dann da? Umfassung, Aufbereitung. Gelber Pfeil. Okay. Also gehen wir erstmal dahin, ne? Durch das Fasern durch. Dank des Fasern-Suits bin ich da jetzt unempfindlich bei. Ich kann einfach da stehen, ohne dass es mich juckt. Bin ich schon cool. So, genau deswegen mag ich den Powerbeam am meisten. Ah, okay. Ich hätte mir schon gedacht, ist hier vielleicht noch jemand? Hier waren letztens... Waren hier nicht mal so viele Piraten? Obwohl... Wenn die Metroids hier schon ihre Kreise ziehen, warum sollten dann die Piraten sich hier nochmal tummeln, ne? Okay, das hat direkt beide weggefetzt. Nett! Warte mal, die explodieren, ne? Größtenteils. So. Keine Muni. Schade. Okay. Dann springen wir mal hier lang. In der Hoffnung, dass ich richtig bin. Magnetschienen. Okay. Oh. Cool. Wer ballert denn jetzt gegen mich? Ach, ihr. Na, wisst ihr was? Ich habe keine Lust zu spielen. Tschüss. Ja. Und damit sind wir jetzt wieder hier, ne? Belüftungsanlage. Omega-Forschung. Hier waren noch ein paar Piraten. Da oben. Sehen wir noch nicht. So, jetzt aber. Schön im Autofokus behalten. Nein, in dem Moment hat er mich wahrgenommen. Ich war zu nah dran. Ja, ist gut. Da will man mal ordentlich mit einer Powerbombe, Quatsch, Supermissile dran gehen und dann sowas. Egal. Obwohl, warte, waren das da oben auch Schattenpiraten oder waren das Wavebeam-Piraten? Schattenpiraten. Ja.
So, wenn dann richtig, ne? So. Gut, hat sich hier jetzt irgendwas getan? Nee? Nee? Okay. Hier irgendwie was? Ich meine, könnte ja sein, ne? Hä? Nee. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Durch die Lüftungsanlage. Einmal Luft zu anhalten. Danke. Man, hey, kurz vor der Tür hat es jetzt keinen Schaden gemacht, aber trotzdem. Die Vorstellung allein, dass man in so einer Gaskammer ist und nicht rauskommt, ist nicht schön. Gut, die beiden sind weg. Energie haben wir. Das nehme ich mir auch nochmal schnell. Unten waren noch welche, ne? Jawohl. Oh, kann ich mir die kurz ansaugen? Und so weit weg. So, wenn dann richtig, ne? Moment. Autofokus. Ich war zu nah dran. Diese doofe Kante. So, irgendwo muss es noch einer sein. Wahrscheinlich direkt unter mir. Geländer, du bist im Weg. Na, das war's. Schön. Gut, wie jetzt weiter? Ich geh mal runter. Ja? Ich dachte, du springst jetzt raus. Elite-Pirat. Ohne Namen. Testbezeichnung Elite-Pirat. Hat sich nichts Neues ergeben, ne? Ja, so alles kalt. Ich meine, okay. Die sind im Tiefschlaf. Hier sehe ich jetzt auch nichts Neues mit dem X-Ray. Okay. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich habe irgendwie so die Befürchtung. War hier nicht mal einer drin? Hm. Dann kann das nur der andere Raum sein, ne? Wenn es nicht Omega ist, dann Eliteforschung. Komme ich denn? Grüner Pfeil. Grüner Pfeil ist da. Dann einmal nochmal durch das Giftgas. Chance, ne? Und ich nehme trotzdem den falschen Weg. Ja gut, passiert. Oder ist hier vielleicht noch irgendwas Neues? Irgendwas... Irgendwas. Ja, ein Traum in Weiß, aber sonst ist ja nichts. Nun gut. Ich glaube, hier muss ich mich hochspeeden, ne? Okay.
Ihr seid auch wieder da. Nun gut. Kommt mal her zu mir. Dankeschön. Ich habe so wenig Muni, ey. Naja. Gut, dann einmal komplett runter. Moment, die waren hier auch. So, es müssten drei sein, jawohl. Ja, bevor die mir noch in den Nacken springen, mache ich die lieber so platt. Gut, dann gehen wir jetzt hier lang. Es ist so ungewohnt, diesen Korridor jetzt in diese Richtung durchschreiten zu sollen zu müssen. Und hier diesen Aufzug nach oben jetzt zu nehmen. Und den Artefakt-Tempel zu sehen. Das ist wirklich ein großer Krater. So. Okay. Dann rollen wir mal hier hoch. So. Eisbeam. Dann sind wir jetzt hier. Hier ist ein Metroid. Der hinterlässt Energie, das ist schön. Bisschen Muni wäre mir lieber, aber ist okay. Wie muss ich denn jetzt laufen? Ich muss mich erstmal hier mit der 3D-Karte wieder auseinandersetzen. Verbindungsschacht zur Elisa. Ganz unten. Okay. Ach ja, normalerweise kam er von da. Tschüss. Okay. So. Na komm. Es wird geladen. Es wird eine Selbstschussanlage geladen. Und ich habe keine Missiles mehr. Naja, 10 Stück. Das ist eigentlich nicht ganz so toll. Ja gut. Ich wollte eh nach unten. Gut, dann sind wir jetzt vor dem Kollegen hier. Warte mal, wo ist denn jetzt? Wo ist denn vorne vom Raum? Hier, ne? Genau, hier ist die Eistür. So kamen wir normalerweise her. Elite-Pirat Alpha. Alpha und Omega, ne? Außenhülle des Behälters ist mit einer Legierung aus... aus dem Stein namens Ben. Oder meinetwegen aus dem Mineral namens Ben. Geformt. Okay. Hi. Ein neuer Eintrag. Yay. Fason Elite-Pirat. Elite-Pirat, dem energiereiches Fason verabreicht wurde. Dieser unter starkem Fason-Einfluss stehende Elite-Pirat setzt in erster Linie eine Generation ein, der starke Druckwellen erzeugt. Okay. Eine Plasmakanone, wie sie normalerweise von Elite-Piraten verwendet wird, gehört nicht mehr zu seiner Bewaffnung. Die direkte Infusion von Fason in seinem Körper verschafft den Fason-Elite-Piraten einen enormen Leistungszuwachs.
Dass die Lebenserwartung dadurch drastisch sinkt, scheint für das Forschungsteam der Weltraumpiraten kein Problem darzustellen. Ja, ist recht, weil er sich jetzt mir gegenüberstellt, ne? So. Ja, natürlich hat er auch diesen Trick drauf. Das ist vollkommen normal. Das lernen die quasi ab der ersten Stunde. In die Schnüss, mein Freund. Ups, ups, das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Nein, ich wollte die Wand nicht anstarren. Aber ich kann ihn so ein bisschen auf Distanz bewahren. Und generell ist der nicht so heftig, finde ich, wie der Omega. Schon alleine, weil der Fokus direkt auf den Kopf geht und nicht etwa auf vier verschiedene Teile von ihm. So, und das war's, mein Freund. Endlich! Endlich das letzte Chozo-Artefakt. Endlich! Geil! Dies ist das Artefakt des Kriegers. Das sechste von... Achso, der Reihe nach der sechste. Aber jetzt haben wir alle 12 beieinander. Und wir haben 91% der Datenbank scannt. Yay, cool! Wo sind denn die 8%? Naja. Aber 70% gefundene Items, das finde ich auch cool. Schön! Gut, dann würde ich sagen... Ich steuere jetzt den Artefakt-Tempel an. Meine Lieben, danke fürs Zusehen und bis bald. Chibi-chan!